Bruchzahlen. Multiplizieren und dividieren. Echte Bruchzahlen schauen folgendermaßen aus. Sie bestehen aus einem Zähler und einem Nenner. Einen Bruch multiplizieren. Mit einer Zahl. Also Bruch mal C ist gleich Zähler mal C durch den Nenner. Was passiert nun, wenn ich mit einem Bruch multipliziere? Ich multipliziere ein Bruch mal einen Bruch, ergibt Zähler mal Zähler durch Nenner mal Nenner. Sprich, ich multipliziere die Zähler miteinander und die Nenner miteinander. Ein Tipp, falls möglich, immer kürzen. Schauen wir uns nochmal an, wieso nun die erste Regel gilt. Denke daran, dass eine ganze Zahl C das gleiche ist wie C Eintel. So multiplizieren wir den Bruch mal C, entspricht dem gleichen wie ein Bruch mal C Eintel, ist gleich wiederum Zähler mal C durch Nenner mal 1, welches das gleiche ist wie Zähler mal C durch Nenner. Lass uns nun üben. Wir haben das folgende Beispiel. 2 Siebentel mal 5 ist gleich. Die Zahl 5 ist das gleiche wie 5 Eintel. So rechnen wir im Zähler 2 mal 5 ist gleich 10 und im Nenner 7 mal 1 ist gleich 7. Insgesamt erhalten wir 10 Siebentel. Wir rechnen nun ein halbes mal 3. Also rechnen wir im Zähler 1 mal 3 ist gleich 3 und im Nenner 2 mal 1, also 2. Insgesamt erhalten wir 3 halbe. Nächstes Beispiel. 2 Drittel mal 1 Fünftel ist gleich. Wir rechnen die Zähler mal und erhalten 2 mal 1 ist gleich 2. Im Nenner erhalten wir für 3 mal 5 15. Insgesamt als Lösung 2 Fünfzehntel. Nun zum nächsten Beispiel. 3 Siebentel mal 5 Viertel ist gleich. Wir multiplizieren die Zähler miteinander und erhalten 3 mal 5 ist gleich 15. Die Nenner multipliziert ergibt 7 mal 4 ist gleich 28. Insgesamt 15 28stel. Zum nächsten Beispiel nun. 8 Neuntel mal 3 Viertel ist gleich. Wir multiplizieren erneut 8 mal 3 durch 9 mal 4. Wir sehen jedoch, dass wir kürzen können, nämlich 8 und 4 miteinander. Wenn ich 8 durch 4 kürze, erhalte ich 2. Und wenn ich 4 durch 4 kürze, erhalte ich 1. Ich sehe, ich kann auch 9 und 3 miteinander kürzen, nämlich durch 3. Wenn ich 9 durch 3 kürze, erhalte ich 3. Und wenn ich 3 durch 3 kürze, erhalte ich 1. So habe ich nun die Rechnung 2 mal 1 im Zähler, welches 2 ergibt, und im Nenner 3 mal 1, welches 3 ergibt. Zum nächsten Beispiel. 5 Sechstel mal 9 Zehntel ist gleich. Ich sehe wiederum, ich kann kürzen, nämlich 6 und 9 miteinander und 5 und 10 miteinander. 5 und 10 kürze ich durch 5 und erhalte statt 5 1 und statt 10 2. Bei 6 und 9 kürze ich durch 3, erhalte statt 6 2 und statt 9 3. So erhalte ich die Rechnung. Im Zähler steht 1 mal 3 ist gleich 3 und im Nenner 2 mal 2 ist gleich 4. Insgesamt erhalte ich als die Lösung 3 Viertel. Nun schauen wir uns das Dividieren an. Einen Bruch dividieren mit einer Zahl. Ich dividiere einen Bruch durch eine Zahl und erhalte das folgende. Der Zähler bleibt gleich, beim Nenner multipliziere ich mit C. Nun zu einer Division mit einem Bruch. Wie erfolgt das? Ich multipliziere mit dem Kehrwert, sprich
Ich habe einen Bruch dividiert durch einen Bruch ist gleich der Bruch mal dem Kehrwert, also das Umgekehrte quasi. Beim zweiten Bruch drehe ich den Zähler und den Nenner um und multipliziere nun beides miteinander. So habe ich nun den Zähler des ersten Bruches mal dem Nenner des zweiten Bruches im Zähler und im Nenner dem Nenner des ersten Bruches mal dem Zähler des zweiten Bruches. Auch hier ein Tipp, falls möglich immer kürzen. Schauen wir uns nun an, wieso die erste Regel gilt. Wir denken wiederum daran, dass eine ganze Zahl C das gleiche wie C Eintel ist. Also wenn wir einen Bruch durch eine ganze Zahl C dividieren, haben wir das gleiche wie ein Bruch dividiert durch C Eintel. Hier müssen wir mit dem Kehrwert multiplizieren, so haben wir ein Bruch mal ein Zehntel. Ist gleich wiederum Zähler mal 1 durch Nenner mal C. So haben wir die erste Regel bewiesen. Lass uns nun üben. Wir haben das folgende Beispiel. 2 Neuntel dividiert durch 2 ist gleich. 2 ist das gleiche wie 2 Eintel und bei dividiert müssen wir mit dem Kehrwert multiplizieren. So haben wir im Zähler 2 mal 1 und im Nenner 9 mal 2. Wir sehen, wir können 2 im Zähler und im Nenner kürzen und erhalten als Lösung 1 Neuntel. Zum nächsten Beispiel 3 halbe dividiert durch 3. 3 ist das gleiche wie 3 Eintel. Wir müssen bei der Division mit dem Kehrwert multiplizieren. So haben wir im Zähler 3 mal 1 durch 2 mal 3. Wir sehen, wir können im Zähler und im Nenner mit 3 kürzen und erhalten als Lösung 1 halbes. Zum nächsten Beispiel 2 Drittel dividiert durch 1 halbes. Wir müssen mit dem Kehrwert multiplizieren. So haben wir 2 mal 2 im Zähler und im Nenner 3 mal 1, welches wiederum 4 Drittel ist. Also ein Ganzes und ein Drittel. Zum nächsten Beispiel. 3 Siebentel dividiert durch 5 Viertel. Wir müssen mit dem Kehrwert multiplizieren, also 3 mal 4 im Zähler, welches 12 ergibt, und im Nenner 7 mal 5, welches 35 ergibt. Insgesamt erhalten wir als Lösung 12 35stel. Zum nächsten Beispiel. 8 Neuntel dividiert durch 4 Drittel ist gleich, wir müssen mit dem Kehrwert multiplizieren, also haben wir im Zähler 8 mal 3 und im Nenner 9 mal 4. Wir sehen, wir können kürzen. 8 und 4 mit 4 und 9 und 3 mit 3. So erhalten wir 2 mal 1 im Zähler und 3 mal 1 im Nenner. Ergibt 2 Drittel. Zum nächsten Beispiel, 5 Sechstel dividiert durch 10 Neuntel ist gleich, wir müssen mit dem Kehrwert multiplizieren, so erhalten wir im Zähler 5 mal 9 und im Nenner 6 mal 10. Wir sehen wiederum, wir können kürzen, nämlich 5 und 10 mit 5 und 6 und 9 mit 3. Wir erhalten 1 mal 3 im Zähler und 2 mal 2 im Nenner. Ergibt insgesamt 3 Viertel. Jetzt bist du dran mit dem Üben. Wir kommen jetzt auch schon zu den Lösungen, also drückt schnell auf Pause, falls ihr noch nicht fertig mit den Übungsbeispielen seid. Viel Spaß beim Weiterüben. Du findest bestimmt weitere Übungen in deinem Schulbuch oder in der Homepage deines Schulbuchverlags.